Greg! Ich dachte, ich werde sterben. Ich werde meine Frau nie wiedersehen. Ich werde nie wieder Rennen fahren. Das waren meine ersten Gedanken, als ich angeschossen auf diesem Waldboden in Lincoln, Kalifornien lag. Aber es sollte anders kommen. Und wie fühlst du dich heute? Meine Beine fühlen sich gut an. Ich glaube, das wird ein super Tag. Bienvenue sur Radio Tour Eiffel 24. Aujourd'hui, allons-nous assister à une nouvelle victoire du Tour de Laurent Fignon. Si c'est vraiment 5, 4, 3, 2, 1, top! Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. »1990 gewann ich zum dritten Mal die Tour de France. Aber 1991 veränderte sich der Radsport radikal. Plötzlich waren Radrennen 5 Stundenkilometer schneller. Es war definitiv der Anfang der Epo-Ära. Aber ich weiß, damals wussten wir natürlich nichts davon. Es gab Gerüchte. Aber ich weiß, dass ich vor der Tour 1991 in der besten Verfassung war und die beste Form hatte seit meinem Gewinn 1986. Ich dachte, ich gehe an den Start und es wird ein Spaziergang. Aber es kam anders. Ich bekam keinen Fuß auf den Boden. Und Ihrer Meinung nach war der Radsport bis dahin sauber? Das will ich nicht sagen. Aber es gab immer noch eine Chance auch für saubere Fahrer. Für mich war das kein Problem. Ich konnte auch so Rennen gewinnen. Daher gab es keinen Grund für mich, über Doping überhaupt nachzudenken. Vielleicht hatte ich auch absichtlich Scheuklappen um mich herum, weil ich gar nicht wissen wollte, was um mich herum passiert.
Und vielleicht hatte ich auch immer Angst davor, nicht mehr davon loszukommen, wenn ich einmal damit angefangen habe. Jungs, ich kann euch ja verstehen. Es war ein schwieriges Jahr für euch. Ich sag mal, es wird auch um Gehälterkürzung gehen. Ich sag mal, irgendwie werden wir das schon hinbekommen. Besorg uns doch mal einen richtigen Arzt. Alle anderen haben einen. Ein Kollege bei uns erzählte mir, dass er denen alles gibt, was sie wollen. Testosteron, Wachstumshormone, alles. Ja, wie sollen wir da mithalten? Das kann man doch nicht machen. Wenn ich einen Arzt hole und einer von euch stirbt, das kann ich nicht verkraften. Lange nicht gesehen. Hey Philipp, wie geht's? Wie fühlst du dich so? Ziemlich gut. Ihr seid am Arsch. Ich bin letztes Jahr die Vuelta gefahren und habe keinen einzigen Tag meine Beine gespürt. Die haben uns 6 Wochen vorher EPO, Wachstumshormone und Testosteron. Was gibt's?